haben uns nach dem schwierigen Wahlergebnis entschieden, in Verantwortung für dieses Land in Gespräche in einer sehr, sehr schwierigen Konstellation zu gehen. Wir waren uns von Anfang an bewusst, dass es nicht leicht sein würde, weder für uns noch für die anderen. Aber wir haben uns entschieden, alles daran zu setzen, dass diese schwierige Konstellation zustande kommt. Wir haben jetzt 4 Wochen lang miteinander gesprochen, gerungen, diskutiert, uns versucht, gegenseitig zu überzeugen. Ich will ausdrücklich sagen, dass wir sehr viel mehr Verständnis füreinander gewonnen haben in dieser Zeit und dass es für uns staatspolitische Verantwortung ist, auch bis zum Schluss gesprächsbereit zu bleiben. Das waren wir auch heute Abend. Das waren wir auch heute den ganzen Tag, so wie wir es 4 Wochen lang gewesen sind. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich davon ausgehe, dass dieses Bündnis hätte zustande kommen können. Wir waren an wenigen Punkten am Schluss noch auseinander, ja, in der Tat. Und ich bin sogar überzeugt davon, dass es nicht mehr lange Zeit gebraucht hätte, auch da zusammenzukommen. Ich glaube, es wäre für dieses Land auch ein gutes Signal gewesen, so gespalten, wie es zu sein scheint, wenn sich so unterschiedliche Partner darauf verständigen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Gerade bei den so zentralen Themen, bei denen wir am Ende doch näher beieinander waren, als wir es gedacht hätten. Bei der Menschheitsfrage Klimaschutz, bei der Frage der Landwirtschaft, ja selbst bei dem großen Thema Migration, glaube ich, wäre es gelungen, nicht nur, dass sich diese Partner einigen, sondern dass sie auch dazu beitragen können, dass dieses Land wieder zusammenwächst, gemeinsam weiter vorankommt. Daran haben wir hart gearbeitet. Und ich will mich bei allen bedanken, die daran mitgearbeitet haben. Ich bedanke mich herzlich, ganz besonders herzlich, bei den Menschen, die jetzt hier hinter uns stehen und bei Cem Özdemir, der neben mir steht, weil wir in dieser Zeit tatsächlich gespürt haben, das machen wir gemeinsam, das machen wir als Partei gemeinsam. Auch in dieser so schwierigen Konstellation, die sich niemand ausgesucht hatte, von der niemand gedacht hätte, dass wir sie jemals verhandeln würden. Ich will mich aber auch ausdrücklich bedanken bei der Bundeskanzlerin, und das sage ich nicht nur für mich, das sage ich für uns alle, für die komplette grüne Delegation, dafür, dass sie in Verantwortung für dieses Land immer wieder weitergesprochen hat, immer wieder nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Kompromissen, nach neuen Wegen gesucht hat. Ganz herzlichen Dank also von uns an Angela Merkel und an die vielen Verhandlungspartner, die wir während dieser Zeit hatten, an eine Union, die die Verantwortung mit übernehmen wollte. Die FDP hat sich entschieden. Sie haben sich anders entschieden, sie haben sich nicht für gemeinsame Verantwortung entschieden. Das müssen wir jetzt respektieren. Aber ich sage ganz klar, wir werden in dieser Haltung, in der Verantwortung für unser Land, auch die nächsten Wochen und die nächsten Monate gestalten. Ja, die einzig mögliche Konstellation, die demokratisch möglich gewesen wäre, wurde von der FDP heute Abend leider zunichte gemacht und abgelehnt. Unser Land zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir die Kultur des Kompromisses kennen und schätzen. Es ist für eine funktionierende Demokratie geradezu konstitutiv, geradezu elementar, gegenüber ernst zu nehmen. Wir haben auch aus einer Haltung der Verantwortung dem eigenen Land gegenüber, Europa gegenüber und der Bedeutung unseres Landes in der Welt gegenüber. Sie können das auch gerne mit einer Haltung des Patriotismus nennen. Mit dieser Verantwortung sind wir in diese Gespräche reingegangen, um Verantwortung für unsere gemeinsame Republik zu übernehmen. Und wir sind dabei in vielen Themen an die Schmerzgrenze und manchmal auch über die Schmerzgrenze gegangen, weil wir wussten, das ist wichtig für unser Land, es ist wichtig für die Stabilität der Bundesrepublik Deutschland, dass jeder sich bewegen muss, wenn man das gemeinsame große Ganze denken möchte. Jetzt haben wir eine Situation, dass unsere Gesellschaft vor großen Herausforderungen steht. Es ist die große Menschheitsfrage der Abwendung der Klimakrise, des Klimawandels. Es ist aber auch die Frage, wie wir Arbeitsplätze sichern,
und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Wohlstand einer ist, der allen in der Gesellschaft zugutekommt. Es ist die Frage, wie wir schaffen, dass die Flüchtlinge in der Gesellschaft ankommen, dass wir Humanität einerseits und Ordnung andererseits gewährleisten, damit wir auch die Menschen im Lande überzeugen davon und mitnehmen auf diesem Weg. Und es ist schließlich die Frage, wer wird die Antwort geben auf die Rede von Präsident Macron? Wer wird die Antwort geben auf die Rede von Kommissionspräsident Juncker? Und wer wird dieses Europa voranbringen, wenn Deutschland in der Situation, wo es jetzt besonders wichtig wäre, erstmal ausfällt? Ich will, so wie es Katrin Göring-Eckardt gerade schon gesagt hat, erstmal meiner Co-Chefin herzlich danken, die das wirklich großartig von Anfang bis Ende durchgeführt hat, mit einer Wahnsinnskompetenz und auch mit einer Wahnsinnsgeduld. Und ich will auch herzlich danken dem grünen Sondierungsteam, die die Stärke dieser Partei Bündnis 90, die Grünen, in all ihrer Vielfalt und Breite abbildet. Alle haben sich da eingebracht und haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir für die Sache, für die wir brennen, gut verhandelt haben und da vieles erreicht haben. Ich will das ausdrücklich sagen, eine Verständigung wäre möglich gewesen, guten Willen vorausgesetzt. Wir waren zu dieser Verständigung bis zur letzten Sekunde bereit, auch da nochmal weiterzugehen, wo man eigentlich nicht mehr weitergehen kann. Aber das setzt eben voraus, dass alle diese Bereitschaft haben. Und ein Partner hatte sie heute Abend offensichtlich nicht. Und er hatte sie nicht erst heute Abend offensichtlich nicht, sondern hatte sie wohl auch schon am Start des Tages offensichtlich nicht. Ich finde, meine Partei Bündnis 90 Die Grünen hat sich da wirklich toll präsentiert, mit einer hohen Sachkompetenz, brennend für die Sache, aber immer bereit dazu, dass man die Dinge vom Ende her denkt und deshalb bereit ist, auch auf den anderen zuzugehen. Darum auch der Respekt vor unseren Verhandlungspartnerinnen und Verhandlungspartnern. Und auch ich will ganz besonders der Bundeskanzlerin danken, die sich von Anfang bis Ende bemüht hat, die widerstrebenden Ansichten zusammenzubringen für ein gemeinsames Ganzes. Und ich will mich ausdrücklich auch bedanken bei Horst Seehofer und seiner Partei, der ebenfalls aus einer schwierigen Perspektive kommend seinen Beitrag versucht hat, dafür zu leisten, dass wir am Ende zusammenkommen. Herzlichen Dank.